Es ist soweit. Wir verschenken eine Grafikkarte und der Grund dafür seid ihr. Denn ihr seid mittlerweile 500 Abonnenten geworden. Wir möchten uns bei euch bedanken für die Unterstützung, für den Support, für die vielen Kommentare, für die vielen Nachrichten. Für uns ist es immer noch unfassbar, wie wir in der kurzen Zeit zu diesen 500 Abonnenten gekommen sind. Und wir freuen uns wirklich sehr darüber. Kommen wir mal zum Objekt der Begierde. Und zwar ist das eine AMD Radeon RX 6600. Diese besitzt 8 GB VRAM, PCI Express 4.0 und sorgt für tollen Spielspaß bei 1080 Pixeln. Wir haben die Karte mal ausgepackt. Ich habe die Folie an der Karte noch direkt dran gelassen. Die kann dann der Glückliche selber abziehen. Die Karte ist nagelneu und ihr bekommt die Rechnung mitgeschickt. Und nein, ihr müsst dafür nichts bezahlen. Ihr bekommt die Karte einfach so geschenkt. Wir freuen uns wirklich sehr und möchten einfach nochmal Danke sagen. Danke für eure Unterstützung. Kommen wir jetzt zu den Teilnahmebedingungen. Und zwar solltet ihr mindestens 18 Jahre alt sein und der Versand der Grafikkarte erfolgt innerhalb von Deutschland und Österreich. Das Giveaway wird genau 7 Tage stattfinden und am Sonntag, den 5.11.2023, ermitteln wir den Gewinner. Und jetzt, was müsst ihr dafür tun? Erstens, seid Abonnent dieses Kanals. Zweitens, lasst unter diesem Video ein Like da. Und drittens, schreibt einen Kommentar darunter. Möglichst positiv. Dann wird per Zufallsprinzip ein Gewinner ermittelt. Da wir euch auf YouTube nicht kontaktieren können, würden wir das gerne bei Instagram, TikTok oder Discord tun. Also stellt sicher, dass ihr dort einen Account habt. Schreibt also gerne in den Kommentaren euren Instagram-Account dazu, TikTok-Account oder Discord-Account. Ihr bekommt dann von uns eine Einladung. Oder noch besser, ihr folgt uns gleich auf Instagram und TikTok. Das wäre super. Die Links dazu findet ihr in der Kanalbeschreibung. Alle schön mitmachen und wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Also bis bald, wir freuen uns, wenn wir euren Kommentar lesen.